Gibt's den Krankenwagen zufällig? Nee. Du da. Kannst du mir nicht helfen, du siehst aus wie eine Ärztin. Also, vermute es jetzt einfach mal. Oh, wow. Ich komme nicht zurück. Ich kann mich nirgends verheilen, oder? Scheiße. Mustard Street, oh, ernsthaft. Ernsthaft. Gut, dann pilgern wir mal wieder zurück. Spannend. Ah, das Spiel quält mich. Ja, wenigstens können wir keinen Hitzeschlag mehr bekommen. Ja, so weit war es jetzt nicht, aber es ist natürlich jetzt wieder so ein unnötiger Weg, ja. Den man sich gerne eigentlich sparen möchte. La 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 la. Ich hoffe, es kommt kein Bus, der mich jetzt zu Matsche fährt. Mal, könnt ihr euch nicht eigentlich selbst heilen? Ich meine, kann man euch nicht einfach losschicken zum Krankenhaus und dann macht euer Ding da und dann ist gut. So, Hospital. Eigentlich müssten sie mich jetzt kostenlos heilen, aber machen sie natürlich nicht. Was alles Arschlöcher sind. Der Doktor hat wahrscheinlich wieder was zu tun, da muss ich dann einfach mich von der Krankenschwester behandeln lassen. So. Ja, ist okay. 120. Also 240 für beide. Oh, dieses Hin- und Her-Gelatsche. Dieses ewige Hin- und Her-Gelatsche. Aber, naja. Gehört halt dazu, was wir machen. Du musst der Wüste auch nicht unbedingt zu viele Gegner mitnehmen. Es kommt einfach gleich so leise, langer Abschnitt ohne Möglichkeit zu heilen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich nehme mal 300 mit. Ja, also ja, ich versuch's mal. Also, ich versuch mal so ein bisschen zu meiden, was man meiden kann. Aber ich meine, klar, ich möchte eigentlich die Gegner mitnehmen, um weiter aufzuleveln, aber so bringt es ja auch nichts, ja. So, Paula, geht's wieder gut. Hauptsache, ich habe mir das Geld abgezogen, das ist das Wichtigste, ne? Paula lebt wieder. Jurf. Jederzeit wieder. Ich hoffe nicht. Das möchte ich mir eigentlich sparen, ne? Na, dann pilgern wir mal weiter, ne? Also, wäre nicht das erste Mal, dass wir laufen und laufen und laufen und laufen. Ohne zu zagen, wollen wir uns weiter nach vorne wagen. So. Hier haben wir so ein bisschen eine Übergangswiese, ne? Von der Wiese zur Wüste. Eine Wüste-Wiese und dann als nächstes kommt wirklich die Wüste. Ja, das ist ja. Mit dem Fahrrad könnte man wahrscheinlich auch nicht durchfahren. Das ist das Schlimme daran, ne? Ja, wenn man nicht mal über Gras fahren können teilweise. Ja, durch die Wüste auch nicht laufen können. Okay, eine Hitzeschlag bekomme ich nur, wenn ich auf den Sand rumlaufe. Auf der Straße alles in Ordnung. Aber die Wüste ist gefährlich.
Aber ich werde durch müssen. Oh ja, komm her, Baby. Die magische Butterfliege. Lässt sich relaxen. Oh, Wasser. Schade, dass ich mich nicht einfach abkühlen kann. Ich meine, wenn ich einen Sonnenstich habe oder so. Das ist doch sinnvoll. Ja, komm, die einen Gegner nehme ich mal mit. Also, ein bisschen was muss ich ja machen. Skelpion, oh Gott. Skeleton und ein Skorpion zusammen. Skelpion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jesus. Okay, es hat sich nicht gelohnt. Okay, okay, ich verstehe schon. Ich halte mich zurück. Überlebe. Ein Geschenk. Was haben wir hier? Cup of Life Noodles. Schön. Oh, diese... Ja, gut, da kann ich nichts machen. Nein! Nicht die beiden schon wieder. Schöne Musik, aber ich renn weg. Gut, ich hab's geschafft. Nee, komm, vergiss es. Wenn das Ding explodiert, dann... Dann war's das. Ich laufe einfach weiter. Oh, was ist... Oh! Ich habe etwas Scheinendes gesehen. Es ist, Kontaktlinsen. Jeff hat Kontaktlinsen. Schön für ihn. Freut mich. Double Burger. Okay, wir müssen mal ein bisschen mal Zeug loswerden. Dieses komische Skip-Sandwich da. Benutze einfach. Dann lieber den Double Burger mitnehmen. Der wird ziemlich viel HP geben. Wow. Ich habe ein paar Kontaktlinsen hier in den Dusty Dune Desert verloren. Es sind eine Erinnerung an meine Großmutter und sehr wichtig für mich. Wenn du sie findest, bring sie mir und ich gebe dir eine Belohnung. Ich bin Penetella Giovanni. Du findest mich in der Bäckerei in Forsyth, zweiter Flur. Ich werde nicht denken. Nicht. Oh Gott. Da ist ein Mammut oder ein Büffel oder ein Jack oder was auch immer das ist. Oh weia, oh weia. Er hat einen großen Grinsen auf seinem Gesicht. Also einzeln kann man die gut besiegen. Also ich weiß nicht, aber so in der Gruppe würde ich da noch ein bisschen vorsichtig sein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auf das Mammut habe ich schon Bock hier, warte mal. Auf den Jack oder so, der gibt bestimmt gute Erfahrungspunkte. Bad Buffalo. Ja, der sieht wirklich ein bisschen angepisst aus. Der sieht aus wie, ey. Willst du irgendwas, hä? Kann ich dir helfen? Das ist meine Wüste. Verstanden? Na, jetzt zündest du mir auch noch an. Was soll das? Hast du ein Problem oder was? Oh, Jesus. Alter, nehmen die. Alter, machen die viel Schaden. Warum sind wir gerade an einem Punkt, wo die so viel Schaden machen? Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ne? Ich laufe einfach. Ja gut, ich kann ja nicht entkommen. Geht nicht. Ich kann ihn auf jeden Fall anzünden, das steht schon mal fest hier. So, erstmal schön das Büffelfell anzünden. Ne? Umso schneller ich den Daumen kriege, umso besser, aber das schaffe ich. Den ersten Schaden nehme ich halt. Er hat sich in mich reingerammt und. Ja. So. Naja, gut, aber ich lebe immerhin noch. Ich lebe immer noch. Essen, seine Freunde haben Erfahrungspunkte bekommen. Und viel zu wenig. Wenn Gegner dieses Ausmaßes. Sudden Guts Pill. Ja, gut, Sudden Guts Pill habe ich aber schon einmal. Du, 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 du.
Oh. Oh. Also dann auf nach Vorzeit, würde ich mal sagen. Es kann nichts passieren. Es sind die Geistergreifung des anderen. Nein. Foresight! Oder San Francisco. Hier sind wir also. Oder nur noch eine lange Brücke erstmal abwarten. Oh yeah, wir sind auf dem Weg. New York. Ja, oder New York. Hätte auch San Francisco sein können. Auf jeden Fall amerikanische Stadt. Obwohl ja alles so ein bisschen amerikanisch angehaucht ist, zumindest für die Städten, ja. Das ist ja alles ja. Du hast so ein kleines Schaffchen. Hey, 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 Foresight! Das ist wirklich New York, ja, genau, mit den, ich sag mal, sehr kastenartigen Straßensystem. Nice! Da haben wir einen Push-Stop. Danger! Der Kontinent heißt Eagleland. Okay. Message received. Ich hab schon verstanden. Aber auch cool, jetzt haben wir alle, ist alles so diagonal hier. Ja, die Stadt von Foresight hat sich schon ganz schön entwickelt, ne? Als seit Mr. Geldegard Monotoli hier groß rausgekommen ist, ne? Das war ziemlich gut für die Stadt, ne? Hohoho. Gehen wir doch mal ins Hotel rein. Ich finde gerade, ich muss sagen, ich finde die ganze. Weiß ich nicht, die ganze Konstruktion der Stadt ziemlich interessant. Also. So, speichern erstmal. So, wir rufen meine Mutter an. Hallo Ness, das ist, du klingst so traurig, ja? Hast du Heimweh? Naja, ich weiß, es gibt Tage wie diese, aber ja, ja, hier, hör dir mal meine süße Stimme an. Klinge ich nicht wunderschön, ne? Ja, ich bügel gerade übrigens, ne? Also ich habe so ein spannendes Leben, ist das nicht schön? Wow. Das alles so, das erzählt die Mutter denen, ja, wow. Das ist auch mein Leben, keine Ahnung, ich bügel. Ich bügel gerade in den Postboten, ne? So, ja, speichert, wunderschön. Und Ende. Oh nein, scheiße, ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh nein, scheiße. Scheiße. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Reset nochmal ganz kurz. So. Ach, mein Gott. Aber wir haben gespeichert. Level 32. Yes. Da, so, also war alles in Ordnung. Hat jetzt nicht zu viel Zeit gekostet. Ja, ich muss sagen, die ist auch schön übersichtlich, die Stadt. Finde ich. Oh, da wird ein verrückter alter Mann. Ja, also typisch New York, ist wahrscheinlich irgendwie ein besoffener Penner, ein neuer Reveler. Ein nerviger Rammler, oder was heißt Reveler? Irgend so ein saurer Passant, der irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen zu viel Saturn-Tee getrunken hat, oder Saturn-Kaffee. Okay, ja, die können wir ruhig angreifen, die machen nicht so viel Schaden, geben ein paar Erfahrungspunkte. Kann man mitnehmen, ne? Ja, ist ein bisschen leer, sag mal, also dafür, dass es hier so die Hauptstadtmäßig geplantes Meeting für Earthbound 2. Nur die, die mit dem Projekt zu tun haben, sind dürfen ja eintreten. Ape Software Development Team. Ja, ich trete nicht ein, ihr macht das schon. Ich vertraue darauf, dass ihr ein gutes Spiel produziert, ne? So, hier, das. Aha, das ist jetzt hier der Dingspark hier, ne? Ich verstehe es nicht. Ich habe gehört, dass ein Typ, der aussieht wie Monotelli, in Jackies Café abhängt. Weißt du, das ist ein ziemlich unbeliebter Platz. Ich habe gehört, er geht sehr, sehr ruhig rein und raus. Man muss doch dieses Café finden. Ja, der Central Park. Ja gut, das ist so eine sehr, sehr kleine Variante vom Central Park. Ich habe ein paar schlimme Gerüchte gehört über Mr. Monotoli. Nicht Monopoly, sondern Mr. Monotoli. Wahrscheinlich ist das auch so ein
Abklatsch davon, ne? Ich habe gehört, dass er einen Deal mit einer wirklich boshaften und durch boshaften Entität macht, im Tausch für, also für wahre Macht, ne? Du weißt schon, so Zeug wie das, ne? Sauriermuseum. Ja, übrigens, weil wir gerade vom Topola-Theater reden, es gibt einen neuen Sänger mit dem Namen Venus. Sie ist besser als The Runway 5. Ja, ich bin total verrückt nach ihr. Was? Besser als die Runway 5? Das ist doch ein Scherz. Das geht doch gar nicht. Niemand ist besser als die Runway 5. Ja, möchtest du ein Ticket kaufen? Naja, 30 Bucks, bitte. Ja, sorry, aber meine Hände, also deine Hände sind voll. Oh, Mensch, ey, immer diese Problemchen hier. Hardhead brauche ich da gar nicht mehr, oder? Drop das mal weg. So. Also zu kaufen. Ja. Ja, ein Ticket reicht. So. Ja, ja. Tickets ready. Habe ich doch hier. Nimm. Ich will die Show angucken. Vielen Dank. Beeil dich. Die Show wird gleich starten. Ich bin auf dem Weg. Hier sitzt keiner, kann ich dadurch? Einfach erstmal so ein bisschen in die Umkleide schauen. Also, du bist also ein Runway 5-Fan, hä? Was? Entschuldigen Sie? Nein, nein. Diese Band. Die auch. Die schulden mir eine Million Dollar hier, ne? Ja, wenn die, wenn die irgendwie ihren Vertrag brechen, ja, werden sie ziemlich tief in der Scheiße stecken mit der Polizei, ne? Die Polizei wird dir wahrscheinlich sagen, hey, Leute, oder irgendwie sowas in der Richtung. Außer du kannst eine Million Dollar bezahlen, ja, in ihrem Namen. Ja, also wenn du irgendwie verborgen, also hier vergrabenes Gold finden solltest, ja, wirst du nie wieder, you should never be able to, ja, wirst du nie wieder so eine große Menge Gold, Geld bezahlen können. Das scheint echt so ein Running Gag zu sein, dass irgendwie alle Bands tief in der Miese stecken, oder? Ist ja nicht das erste Mal. Sounds, aber ja, ist okay. Weg. Ich will nicht mehr mit dir reden. So. Oh, das ist ja ganz schön voll. Die gleichen. Weil es sind einfach nur zwei verschiedene Charakter-Sprites. Ja, ich will mich hinsetzen. Kann ich anreden? Wow. Ruhe! Es geht doch noch gar nicht los. Habe ich irgendeinen bestimmten Platz? Ich muss auch mein Ticket gucken. Vielleicht steht da irgendwie drauf, welchen Platz ich habe. Ach, Ticket ist schon ausgegeben. Der sieht aus wie so ein Donald Trump hier. Ja, wenn das ankommt, sagen die Runway 5, soll ich ihn reinlassen? Also komm bitte rein. Ich bin auf Weg. Da sind sie wieder, die Runway 5, ne? Oh, die sind da wirklich 5, oder? Kein Problem hier. Ich will mit dir reden. Ah, wir sind so hilflos. Sehr hilflos und hoffnungslos. Jo, 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 jo. Wieder mal wurden wir von den... Immer wieder mal von den Theaterbesitzer verarscht. Wir stecken hier wieder fest mit so einem sehr, sehr dubiosen Vertrag. Oh yeah. Na toll. Oh, wir schulden euch Leute, euch Typen so viel, sorry. Tja. Ja, pass auf, um Geldegarten Monotoni zu treffen, brauchst du unsere Hilfe. Ich weiß noch nicht wie, aber... Ja, es ist einfach mal so in den Raum geworfen, verstehst du? Das wird schon irgendwie. Ja, wir wissen, wie man singt. Oder wir wissen, wie man darüber singt, wie man mit Frauen umgeht oder mit Geld. Do we wop, do do wop. Wir wissen ganz genau, wie das funktioniert. Yeah. Oh, die Runway 5. Ja. Oh, ich habe heute wirklich wirklich eine richtige Bombe für euch, Leute. Oh yeah.
Kaboom, die Runway 5, yeah. 3, 2, 1, go. Und jetzt sind es 7. Es sind nur noch 6. Ich find's toll, dass wir in jeder Stadt jetzt irgendwie eine, weil sie den Auftritt von denen sehen. Oh yeah. Oh yeah, aha. Ihr habt's drauf. Die Runway 5. Guckt sie euch an. Niemand kann ihren Groove überschreiten. Yeah. Der Groove ist zu cool. Oh yeah. Sie haben die Moves, sie haben den Groove, sie haben einfach nur Talent. Oh yeah. Runway 6. Guckt sie euch an. Niemand kann, was sie können. Die Runway 6. Oh yeah. Nutzt die ganze Bühne. Oh, du hast dein Prompt verpasst. Egal. Du hast es noch geschafft, das Mikrofon zu laufen. Yeah, oh yeah. Ihr habt auf jeden Fall dazu gelernt. Die Performance geht länger als das letzte Mal. Das wäre doch fatal, wenn man einfach diese Kunst kürzen würde. Oh yeah. Sehr schön. Wow, ich fühle mich... Ich fühle mich wunderbar. Ich freue mich. Danke für diese tolle Show. Also, wir müssen zurück, wenn wir... Ja. Wir müssen nochmal später zurückkehren. Boah, ist das hell. Boah. Darf ich durch? Oh, hi. Danke. Sehr aufmerksam von dir. So, ich werde jetzt mal zum Depth Store rennen und dann werde ich tatsächlich schon mal Schluss machen für heute. Ich merke, ich bin schon mal ganz schön müde. Aber ich finde, wir haben trotzdem was geschafft für die kurze Zeit, die wir gespielt haben. Gut, kurze Zeit waren trotzdem 2 Stunden, also. Oder fast 2 Stunden. Ja, es ist okay. Beim nächsten Mal. Ah, temporary closed. Okay. Dann rennen wir nochmal zum Hotel. Ja, auf jeden Fall schön. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Sehr zufrieden. So, wo ist es? Hotel. Da. Um die Ecke. Ja, ich finde doch cool, dass trotzdem jede Stadt so ihren eigenen Charme hat irgendwie, ne? Muss man eigentlich mal sagen. Das ist irgendwie. Es ist nicht so hingeklatscht, ne? Das ist wirklich. Hat sich viel dabei gedacht. So, Receiver. Vater, bist du es? Ja, ja. Geld, Bankaccount, Takeaway. So, so viel Geld hast du jetzt, freu dich. Super. Du hast recorded, dein aller Vater, so bla bla. Gut, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, ja, wir sind gut weitergekommen. Ich freue mich. Ich bin gespannt, ob wir diesen Monotoli finden oder wie er da heißt, ja. Und wir, ja, sind jetzt sozusagen bald auf dem Weg schon zu unserem 4. Sanctuary wahrscheinlich, ne? Also, bald könnten wir sogar fast die Hälfte des Spiels geschafft haben. Man weiß es nicht, ne? Macht auf jeden Fall immer noch sehr viel Spaß und ich freue mich auf die verrückte Reise und die Dinge, die noch auf uns warten. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal bei Earthbound Mana 2. Bis dahin und ciao.